Mein Name ist Nancy Halbing, ich bin Key Account Managerin bei der Firma Becker Armbrust. Wir sind im Tätigkeitsschwerpunkt der Ver- und Entsorgung tätig und haben allein in Berlin-Brandenburg 9 Standorte mit über 400 Mitarbeitern und gehören dem Großkonzern Jakob Becker an. Ehrenamtlich bringe ich mich im Umwelt- und Energieausschuss ein, der IHK Cottbus. Und fachlich sowie auch beruflich kann ich mich da sehr gut weiterentwickeln. Der Ausschuss steht der IHK und damit auch der Vollversammlung beratend zur Seite und auch allen anderen Ausschüssen. Ein weiteres Engagement gebe ich den Wirtschaftsjunioren Cottbus seit Jahren schon. Das ist ein Netzwerk aus jungen Unternehmer-, Fach- und Führungskräften. Und dort kann ich gut in den Austausch treten über viele Branchen und Bereiche und auch mal über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Ich selber beschäftige mich ganz stark mit dem Einsatz von Recyclingmaterialien, ob Kunststoffrecycling oder normales Bauschuttrecycling. Wir haben verschiedene Berufsmüller, ob Kreislaufabfallwirtschaft, die normale Fachkraft, den Müllwerker, den Berufskraftfahrer. Wir haben Umwelt- und Verfahrenstechniker. Also alles hier brauchen aber zwingend in den nächsten Jahren auf jeden Fall den Berufskraftfahrer, die Müllwerker, die an der Basis arbeiten. Weil das ist total schwer, da noch vernünftige Fachkräfte zu finden. Die haben einfach die Region verlassen, weil zu wenig in den letzten Jahren für die Region getan wurde, dass die hier bleiben. Ich wünsche mir einfach, dass es für uns gut nach vorne geht, dass wir die Möglichkeit haben, weiter in den Standort hier zu investieren, in die Region und dass wir auch vom Staat die Unterstützung bekommen, in neue Technologien zu investieren. Wenn ich an die IHK denke, denke ich an großartige, starke Frauen. Ob der Umwelt- und Energieausschuss, die Wirtschaftsjunioren Cottbus, der Landesverband der Wirtschaftsjunioren oder der Bundesverband. Alles wird im Moment und aktuell von Frauen geführt. Denn nur wer Macht, kann was auch bewegen. Deshalb sollte man wählen gehen.